Hallo, willkommen zu einem neuen Video von UVR Tech. Mein Name ist Marco und heute wollte ich mal endlich die G2 mit meinem Racing Rig hier testen, meinem G29. Jo, ich glaube, es wird gut. Muss hier mal ein bisschen gucken, wie ich hier den Stream am besten verfolgen kann. Das ist ja immer so eine kleine Sache. Aber ja, so sieht das doch ganz gut aus. Willkommen. So, schauen wir erstmal in die Einstellung. Was habe ich hier das letzte Mal eingestellt für Grafikeinstellung? Okay. Zweifach Anti-Aliasing und so weiter. Alles auf hoch. Machen wir erstmal hier so ein testfreies Fahren, um zu gucken, ob das gut ist. Ah, jetzt ist das Spiel, glaube ich, abgestürzt. Ah, Mist. Tja. Dann versuchen wir es nochmal. Versuche halt den Chat mir auch anzeigen zu lassen und das scheint wohl nicht so gut zu funktionieren mit dem WMR-Zeugs. Aber probiere es mit OVR Toolkit. Brauche ich, glaube ich, aber den anderen Controller, aber sonst kann ich das Menü nicht aufrufen. Mann. Dann hole ich mal eben den anderen Controller. Eine Sekunde. Geht sofort weiter. So, da bin ich schon wieder. Ich hatte nur den rechten Controller. Für das Tool braucht man aber den linken. So. Jetzt müsstet ihr mich wieder sehen. Hallo UCI, schön, dass du da bist. Wie ihr seht, irgendwie scheint mein Internet wieder zu funktionieren. Jedenfalls ist mein Upload nicht eingebrochen am ersten Abend. So, dann starte ich jetzt nochmal Dirt. Na, ach, das ist doch Mist jetzt hier.
Warum kann ich das jetzt hier nicht aufrufen? Ihr seht das gerade nicht, was ich hier versuche. Sollte soweit, sollte gleich soweit sein. Tja, warum geht das jetzt nicht? Gerade ging alles, dann starte ich den Stream und schon geht nichts mehr. Hi, Utrul. Ach, Jussi, ja, geil, dass deine G2 heute kam, endlich. Und? Wie ist dein erster Eindruck? Das würde mich ja mal interessieren. Endlich. Ich hoffe, dass es bei euch anderen auch so bald soweit ist. Ah, jetzt geht's. So. Genau, so soll das sein. Jetzt kann ich den Chat auch sehen. Alles klar, jetzt kann ich Dirt starten. In der Hoffnung, dass alles funktioniert. Zwei Stunden schon, Alex, hinter dir, geil. Ja, top. Utrul wartet noch scheinbar. Sagt mal, ist das Bild flüssig? Bei mir ruckelt es ein bisschen, wenn ich die Vorschau sehe. Sagt mal bitte, wie es bei euch ist. Sie lag vor der Tür, oh Gott. Gut, dass das keiner wusste, dass das die G2 ist. Top. Akku, hi, du bist auch da. Sehr schön. Also, scheint nicht zu ruckeln bei euch. Gut. Dann mache ich hier mal einen Probelauf. Ach, sieht das geil aus. Es ist einfach top. Oh, ich habe noch Automatik drin, weil ich mit dem Gamepad gespielt habe. Jetzt ist es schon wieder abgestürzt. Ach, das ist so ein Mist. Das liegt wohl an diesem Tool. Dann hau ich die mal alle weg. Schließen. So einem Tool. Okay, dann gucke ich einfach zwischendurch mal in den Chat. So, aus. Aus. Ja, glaube ich dir, dass du weniger Motion Sickness hast.
Sieht einfach geil aus, ne? Oh, bei HP hast du es sogar bestellt. Aha. Dann wurde es mit DPD geliefert, kann das sein? Bei Bestware Akro, ne? Die haben gerade echt Probleme. Leider. Ich weiß genau, wie ihr euch fühlt. Die Cygnus wegtrainieren, Uthul, ja. Einfach jeden Tag spielen. Sobald euch schlecht ist, aufhören. Und erst dann wieder spielen. Eben, da müsst ihr durch. Ein, zwei Wochen, dann seid ihr voll drin. Dann könnt ihr auch alle Spiele spielen. Free Locomotion. War zumindest bei mir so. So, jetzt neuer Versuch. Leider ohne Chat in-game. Aber ich gucke dann einfach nach jedem Rennen mal rein. Ich musste mich ja eh aufs Fahren konzentrieren. Muss sagen, mittlerweile den Flashlight-Mode finde ich gar nicht so schlecht. Also den fand ich ja erst ein bisschen komisch, aber der Hotkey am Controller ist echt cool. Endlich mal Livestream wieder abends, wa? Jo. So ist es. Oh ja, UCI, das Test HMD Tool, da brauchst du echt eine Tüte, wenn du das nicht trainiert bist. Das stimmt. So, jetzt aber mal zocken hier, hoffentlich. Start. Habt ihr denn auch so ein Lenkrad oder so? Was werdet ihr für Spiele spielen mit eurer G2? Echt, der Ton, alles ist geil an dem Gerät. Meine Index braucht immer noch 2 Wochen, steht da. Denk mal, das kommt nicht mehr dieses Jahr, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, ich habe ja die G2. So, manuelle Haarschaltung. Ich habe ja hier Schaltknauf. Okay, ansonsten ist alles außer Verhalten. So muss das sein. Und fahre hier mal eine Runde um Block. Und das macht so Bock. Es sieht so geil aus. Echt. Das erste Mal. Dirt mit der, dieses Spiel habe ich zum ersten Mal mit der Quest gespielt. Das war schon cool, aber ja, wie das halt bei den alten Brillen war. Von der Vive bis zur Rift S über, sage ich jetzt einfach mal, der Screen-Effekt und die Auflösung waren einfach Mist. Also egal, was die Reviews uns gesagt haben, das sieht so toll aus. Dann hat man als erstes mal die Brille aufgehabt und dachte sich, hä? Aber gut, man war trotzdem ein bisschen geflasht. Aber mit der Quest und vor allem der G2 jetzt, weil man ganz weit auch scharf sehen kann, ohne Kompression, ist das so mega gut. Das macht richtig Bock. Und die Motion Reprojection funktioniert richtig top von WMR, muss ich echt sagen. Kannte ich jetzt so noch nicht von der Quest über Link. Jo, das ist geil. Dann können wir jetzt hier mal direkt eine Etappe starten. So machen wir's. Und jetzt läuft das Spiel auch, wenn die Tools aus sind. Das ist natürlich schade, wenn das dann immer abkackt. Die Tasten. Guck mal bitte in dem Video, wo ich das FOV messe. Da ist ein Kommentar, da fragt jemand nämlich, wie das geht. Da habe ich das genau beschrieben. Es geht irgendwie mit dem linken Controller, da muss man so wedeln und ich glaube X oder Y drücken dabei. Und beim rechten genauso, damit man sich drehen kann. Ich habe das da genau beschrieben. Guck mal in die Kommentare unter dem Video. Meine Verbindung, ich habe jetzt noch keine, gestern kam die Mitteilung,
definitiv, dass es nicht an mir liegt, haben sie mir dann auch mal bestätigt, Unity Media, Vodafone, und dass es an einem Störsignal liegt, hier in meiner Straße. Und heute ist der erste Abend, wo ich um diese Uhrzeit 50 M mit Upload habe, stabil. Und daher gehe ich davon aus, dass der Stream nicht abbricht. Oh toll, wünsch uns Glück. Jo, genau, man vergisst das Headset zu tragen, ne? So geil ist die Auflösung. Okay, dann mache ich hier mal weiter bei meinem Event. Rallye-Karriere in Bearbeitung. Monaro in Australien. Ob da schon die G2 geliefert wurde? Tja, als erstes. Die letzten Vorbesteller haben als erstes die G2 bekommen. So war das mit meinem Lancia hier. Start 100 über Gitter, 6 links, sehr lang über Kuppe, 30. Viel Glück. Handbremse. 5, 4, 3, 2, 1, los. Jawohl, kein Gang eingelegt. 100, Ärgerlich. Gatter, 6 links, sehr lang über Kuppe, 30. Das sieht so gut aus. Ich 6 kann es nicht links, sehr glauben. Ich habe lang die jetzt über seit dem Kuppe, nach drauf, 7.12., 60. also seit gut 10 Tagen. Ich habe sie jeden Tag Voll benutzt rechts natürlich. übersprungen, Und 40. jedes Mal, wenn ich sie Kurve aufsetze, in denke ich 6 mir, lang, was ist nach das? zu, don't Es ist cut so durchbogen. scharf und ich war schon von der Quest fasziniert. 50. Und jetzt nochmal wieder. Also das 6 ist irre. rechts über Kuppe, 30. Kann ich nicht 6 anders sagen. links. Freut 5 euch rechts über drauf. Kuppe bis Ja, Gatter. und UCI 5 hat es ja links. bestätigt. 30. Für ihn ist es auch 4 irre. rechts über Kuppe. In 5 links. In 5 rechts lang. Macht auf über Kuppe. In links Abzweig verdeckt. Linksabzweig verdeckt. 30. 6 links über Kuppe. In voll mittig über Kuppe. 30. 4 links. Macht zu 3. 50. So, Brücke das war wieder der Abzweig in 3 Controller, der rechts, ausging. macht zu. Das war wahrscheinlich der linke. 30. Kuppe in 4 links lang, Ah. macht zu 2. Mega, also Simulationen machen 30. einfach so viel 6 Spaß, rechts weil in 3 ja, sie links so, lang. also die VR-Brille simuliert ja eine andere Realität und 50 wenn man durch dann Gatter. quasi was Asphalt Echtes 80. simuliert, was man, sage ich jetzt mal, aus dem Voll Leben schon mittig kennt, über dann Kuppe ist das lang. einfach unfassbar. 100 rechts Wenn man hier in die Karre Abzweig sitzt mit dem cut. Lenkrad und das hier im Lenkrad spürt, ich muss das mal bei meinem Onkel testen, der hat 50 ja so ein, voll mittig übersprungen auf Schotter. ich nenne es mal, etwas besseres Lenkrad. 50 4 Mit links etwas lang. stärkerem Force-Feedback. Und das hat In natürlich 4 bestimmt rechts noch macht zu krasser. über Kuppe. Wobei In man dann 5 nicht mehr links so gut lang den macht auf. 50 Notausknopf, Welle wenn maybe man sich 30 die Hände 6 bricht, links dann übersprungen. erreichen kann. Den sieht man ja dann nicht mehr. In 4 rechts lang macht auf. In Asphalt 5 links sehr lang macht zu. 120. Schotter voll mittig über Kuppe und Gatter. 30. 4 rechts sehr lang über Kuppe. In 6 links, in 6 rechts. Mir eingestellt, dass ich hier die Sitzposition ändern kann am 30, Lenkrad. 5 links, In sehr VR, das lang, habe ich jetzt macht mal zu eben on the 4. fly gemacht. War nämlich ein bisschen zu hoch. Auf Kuppe, in Ist das im Achtung, Dach? 4 rechts lang, macht zu. In 2 links, don't cut. In 3 rechts lang, Ja, und mit macht allem. zu. Nein! 2. Nein, warum? In 3 Mist, jetzt rechts habe ich. lang, macht Das zu. war's schon, weil 2. ich jetzt Strafsekunden bekommen habe. Ich konnte nicht zurücksetzen. Auf Kuppe in 3 links. In Mit 4 einmal rechts Handlenken ist 30. natürlich schwierig, ja, aber ich finde, Linksabzweig, das ist don't einfach cut durch Tor M. cool, den Schaltknüppel in der Hand zu haben und 50. wirklich die Kontrolle über jeden Gang zu haben, ja. Also ich finde, mit den Schaltwippen, da vergisst man manchmal, welchem Gang man ist. Da muss man dann erst gucken. Ich weiß 5 nicht, links, das in geht 5 aber rechts. nicht allen so.
Und durchs Autofahren weiß man, hier natürlich kennt man sich aus mit dem Schaltknopf. In 5 rechts, bleibt lang, macht auf, über Kuppe 2x, 30. 5 rechts, durch Senke und Sprung. In 5 links lang, über Kuppe macht zu 4. Nein! Überschläge in VR sind natürlich auch immer sehr angenehm. In Achtung, 5 links lang, macht zu 2 über Kuppe. Nein! Komm ich hier hoch? Jawohl. Nein, ich schaff's nicht. Und wieder Strafsekunden. 30, 5 rechts in 5 links. Ja, also Automatikfahren ist natürlich zu drei, viel leichter, wenn man dann beide Hände hat. Ach Mann, ey. Na, jetzt bin ich schon Fünfter. Ja, super. Das in war doch jetzt hier nix. Ein paar drei, Fehler und man ist direkt raus. In ja, ich habe jetzt aber auch schon länger nicht mehr gespielt. Muss man erstmal wieder reinkommen hier. Und es sieht so gut Kuppe aus. Es sieht so gut aus. Also. Ich habe 5 Monate, genauso wie ihr teilweise, auf die G2 gewartet und habe mich immer gefragt, wie sieht es aus, wie sieht es aus. Und man kann es einfach nicht glauben, man setzt sie auf und es ist mega. Ich glaube, ich schalte mal jetzt auf Automatik wieder um, um mal ein bisschen wieder ins Lenken reinzukommen. So, ich gucke mal den Chat hier. Mit dem Handschuh-Use hier, ja, dass man das reflektiert so, diese Chips da drauf und so, ne? Das stimmt. Ja, Otrol, das ist gut, dann hast du es ja schon, jetzt brauchst du nur noch dein Gerät. Ja, UCI, da willst du dich aber dran gewöhnen. Da wirst du dich dran gewöhnen und dann ist es so mega. Genau, die LEDs. Ja, Alex ist auch einfach top. Das ist so. Okay, weiter geht's. Jawohl, 30. Das will ich sehen, genau. So. Spieleinstellung, enormer Schaden ist aus, ja, das ist gut. Weiter. Natürlich meine Karre ein bisschen kaputt. Gucken, was wir da jetzt reparieren können. Start, 80, Kuppe, 50 vor links über großen Sprung, 50. Viel Glück. Fünf, vier, drei, zwei, eins, los. 80, Kuppe 50, vor links über großen Sprung, 50. 6 rechts, 120. 6 rechts über Sprung, bleibt lang, in Achtung, 2 links. In 4 rechts. Ja, also ich bin heute ist mal wieder so ein Tag, auf über Kuppe, 50. Wo ich einfach erstaunt bin, was VR alles kann. Also vorhin Cyberpunk in VR mit Warp X, das war schon. Boah. Einfach Hammer, ey. Wirklich. Und jetzt so ein Spiel hier mit dem Lenkrad fühlt sich einfach toll an. Ja. Nochmal weggekommen vom Abhang. In 5 rechts, don't cut. In 5 links lang, macht zu, 3, eng, über Kuppe.
In 4 rechts lang über Kuppe. In 5 links, 50. So, ich versuche jetzt hier mal meine Werte ein bisschen zu verbessern. Deswegen bin ich gerade ein bisschen still. Back hoch. In 3 links, in 3 rechts. In 4 links, über Kuppe lang, 30. 5 links, in 4 rechts und gerade über Kreuzung. Kann mir hier auch schön anlehnen mit der G2. Ich habe hier so ein Kissen in an dem links, Lacey, auf, den ich hier habe. Oh, rechts, geradeaus oder was? Bin ich doof. Und weil da ja kein Knopf hinten ist, was an sich ja schade ist, aber dennoch stört er auch nicht beim Anlehnen. Und ich muss sagen, wenn ich die Brille wirklich, und das machen wir ja sowieso im Moment nicht, nicht teile mit jemandem, was ich aber auch so nicht tue, ich spiele damit alleine, ich brauche die nie neu justieren. Durch die Sprungfeder in den Seiten ist das top. Ich ziehe die nach vorne, nehme die ab, setz sie auf, kann die hinten über die Haare rüberschieben. Also gar kein Thema. In 2 links, in 2 rechts über Kuppe lang, 50. 2 rechts verdeckt, mach zu, 30, 5 rechts. 30, 4 links. Ich muss das nochmal mit der Quest testen. Also. In 6 rechts. Ich glaube, mein zweites Video jetzt hier auf dem Channel, das war ja auch Dirt mit der Quest. Und sah auch gut aus, aber in nein, das sah nicht. Ich konnte nicht so weit gucken. Es war einfach, man hat die Kompression gesehen. Es war unscharf weiter weg, so ein bisschen neblig, beschreibe ich das jetzt mal. Und das ist hier einfach nicht. Ich kann bis zu den Bäumenstämmen hinten scharf sehen. Das ist einfach krass. Und es spielt auch gar keine Rolle quasi, wie die Grafikstufe eingestellt ist. Es sieht einfach gut aus, weil es scharf ist. Es macht einfach Spaß. Also selbst wenn ihr keine 2080 Ti oder höher habt. Haltet, ihr müsst die Auflösung beibehalten. Und der Rest ist quasi egal. Besser als nix, nenne ich es jetzt einfach mal. Und cool ist übrigens auch, wenn ich hier die Füße in dem Auto sehe, ja. Wie genau das einfach nachempfunden ist. Das ist irre. Nein. 4 links über Kuppe macht auf. 30. 4 links über Kuppe macht auf. Ach man, ich bin noch Erster. Das war jetzt doof. Jetzt habe ich meinen Vorsprung ein bisschen aufgegeben. 4 rechts lang macht zu über Kuppe. 30. Achtung. Ja, ich habe auch. Jetzt vor ein paar Tagen habe ich dann erste Stunde im HFFLX ganz alleine mal für mich gezockt und es ist einfach krass, wie es aussieht. Aber man muss sagen, wenn man an die Texturen, zum Beispiel die Wände jetzt, ja, solche Texturen, nah rangeht, da ist nichts scharf. Also Texturen sind total verwaschen. Das Spiel trickst natürlich, das erkennt man nicht, wenn man weit weg ist. Aber dadurch hat das Spiel eben auch diese gute Performance. Ne? Also nicht weiter schlimm. Aber sowas ist vorher natürlich nie aufgefallen. Vielleicht kommt da ja noch was. Und patchen das oder so. Ach nein. Was? Ja. Falscher Knopf oder was? Warum willst du nicht zurück? Jetzt bin ich bestimmt nicht mehr Erster. Hallo. In 6 rechts täuscht und links Abzweig. 30, 5 links lang macht auf. Ja, 5 Stunden Miss. Jeder Fehler kostet einen hier direkt in Pole Position. Und 6 rechts über Kuppe lang macht zu 4. Ich muss unbedingt auch mal Project Cars oder F-Factor testen. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Lang über Kuppe. Ein bisschen 50. Offroad.
über Kuppe, 120, Kuppe, 50, links halten über Kuppe, in 4 links lang, 30, Kuppe voll, 60, 5 links, 30, 3 rechts lang. Nein! Meine Karre, ey. Das war eine lange Strecke auf, eben. Über Kuppe, 30. 5 links über Kuppe, sehr lang. Mach zu, 2 lang. In 4 rechts lang. Mach zu, 3. Macht auf, sehr lang an Kreuzung. In 6 rechts. Macht auf über Kuppe. 50, Achtung, 3 rechts über Kuppe, macht zu, in 2 links, macht auf, 30, 5 rechts lang über Kuppe, in 3 links lang, macht zu, 100, voll mittig über Kuppe, 80, 5 rechts lang, macht auf über Kuppe, 30, 5 links lang, macht zu, in 3 rechts, macht zu, in 3 links, in 4 rechts, macht auf, 30. Jo, ich bin voll drin im Game. 2 rechts, macht zu, cut maybe über Kuppe, in Achtung, also 4 links. Ich kann einfach nicht mehr ohne VR Computerspiele spielen. Wirklich. In 5 links, macht auf. Das macht keinen Spaß im Fleck. Voll mittig über Kuppe. 100. Das ist einfach der Hammer. Voll rechts über großen Sprung. 50. 4 links, macht zu. 30. Wie ist es bei euch? Könnt ihr noch Flat spielen? 4 links über Kuppe. In 4 rechts lang über Kuppe. In 4 links, macht auf, nein. In 5 rechts, übersprungen, in 4 links lang, Asphalt. Asphalt ist links, gut. 6, macht auf, über Kuppe, in 5 rechts. Macht auf, über Kuppe, in 5 links, macht auf, 100. Oh, jetzt scheine ich wieder Erster zu sein. Voll rechts, wie habe ich das gemacht? Lang, 80. Übersprung. Achtung, über Brücke eng, 2 links. In 3 Sekunden bin ich vorn. 3 rechts, macht auf, über Kuppe. In Gabel 4 links, über Kuppe. Das 50, war der rechte Kontroller, der ausgegangen ist. Okay, über 4 Schotter. Links lang, macht zu, 3 über Kuppe. In 4 rechts, don't cut, macht auf. Voll mittig über Kuppe, in 5 links. In 4 rechts lang, macht als zu, ich Alex gezockt habe, bin ich erstmal direkt wieder. Nein! Nein, 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 nein. Da habe ich mich erstmal direkt wieder erschrocken. Also, auch wenn man das Spiel schon durchgespielt hat, man kriegt immer noch Schiss. Kurz, komm 60, ins Ziel, als Erster. 6 rechts, in 5 links lang, nein, auf, nein. 30. Nein! Boah, das ging auch nochmal gut. Links, noch bin ich Erster. Lang, mach zu, Achtung, komm, ins Ziel, ins Ziel, ins Ziel, ins Ziel. In 2 rechts lang, mach zu, über Ziel. Gut gemacht. Gut gemacht, danke. Du auch. Jawohl, geschafft. Ja, der Sitz ist echt wichtig, UCI, ne? Dass die Brille richtig sitzt. Da ich denke auch, dass da einige nicht genügend Wert drauf legen. Die denken, ach nein, die sitzt doch richtig. Nein, beschäftigt euch mit. Ich habe wirklich eine halbe Stunde einmal geguckt und ich habe da so viel rausgeholt. Das hintere Strap ist so wichtig, wie das sitzt. Das glaubt man nicht. Ist aber wirklich so.
top, top, top. Okay, vielleicht können wir das Event jetzt noch gewinnen, wenn wir jetzt nicht wieder verkacken. Oder ich. Ich verkacke ja nicht eh. Ich muss aber einmal doch wohl die Grafikeinstellung etwas verringern. Durch die Aufnahme wieder. Schaffe ich nicht ganz die 45 FPS. So, Fahrzeug reparieren. Empfohlene Reparaturen bestätigen. Start. Jetzt wird es wieder dunkler hier. Da bin ich auch mal Start gespannt, wie das 60, gleich aussieht, drei wenn es rechts hier lang, dunkel ist. mach zu 2, Das war nämlich übergucke in immer, 1 links, also macht je auf, dunkler es wurde und viel dann noch Glück. Regen, ich habe dann in der Quest 1 und aber auch in der 2 nichts mehr gesehen. Also. 5, Na, ich dachte 4, schon mal, Lenkrad geht 3, nicht mehr. 2, 1, los. So, Motorhaube 60, war nicht die 3 rechts, empfohlene mach zu, Reparatur. 2 rechts. Das ist In okay. 1 links. Macht auf. In 2 rechts. Macht auf über Kuppe. In 6 links. In voll mittig über Kuppe. 30. 5 links über Kuppe. 30. Senke in 5 rechts extra lang, macht zu 4 über Kuppe. Macht auf in voll rechts über Kuppe. In 6 links, in 5 So, rechts. ich konzentriere mich jetzt, damit wir den Sieg holen. Auf Kuppe in 4 links lang, macht zu 3. Macht auf Das sieht über schon Kuppe. cool aus. Das muss 30, ich kurz 5 erwähnen, wenn links hier, dass die in voll dunkel ist und dann rechts die über Strom, Scheinwerfer Baby. das 30. alles 6 erleuchten. rechts Ja, in das 5 links sieht so lang, echt macht auf aus. über Kuppe. In 4 rechts lang, Weil es macht einfach zu, scharf über ist. Kreuzung gerade. Also echt ist immer so eine. Hallo, warum In steht der 3 hier? links lang, über Kuppe. So eine gefährliche Aussage, In aber 3 rechts lang, es sieht einfach macht scharf auf. aus und das 50. ist bei allen vorher nicht so gewesen. Ich hatte. 6 rechts Bin lang, echt auf gespannt mit Kuppe. der In Index. Da ist ja dunkel, das größere 3 Sichtfeld, links aber lang. ob ich da noch mit der Schärfe zurechtkomme und dem Screen Door, In 3 da bin ich rechts, echt gespannt. in Achtung, 5 links über Kuppe, in 2 rechts, macht zu. Macht auf über Kuppe, 30. Ey. Ach, so dumme Fehler, wa? Die schwersten 5 Passagen links ohne Fehler lang, und macht dann zu. bleibt man so ein Pöller. Voll mittig, übersprungen, maybe, 30. 4 rechts, macht zu. In 3 links, Maybe. über Kuppe, macht zu. In Achtung, 2 rechts, macht zu, don't cut. In 6 links. Okay, hier ein In guter 2 rechts, Vorsprung. macht zu, durch Gattereng. Macht auf, über Kuppe. In 6 links, in 6 rechts, über Wellen, maybe. In 6 links, in 5 rechts lang, macht zu. In 6 links lang, macht zu 5 über Kuppe, 80. Haben wir nicht in den Bäumen gewesen? 6 Nein, links. kein Überschlag. Okay, immerhin habe ich ein Steam-Achievement bekommen. Ist es ein Flugschule. Reifenschaden hinten links? Ach nee, echt jetzt? 6 Ich habe links, einen mittig Reifenschaden hinten gehalten, über links. Kuppe, 30. Das ist Mist. Also ein Reifenschaden ist das 6 echt rechts, Käse. Da 30. kann ich jetzt langsamer fahren. Sprung Sonst nehme in ich hier 4 nämlich alles links, mit, macht weil er zu jetzt voll 3, durch wegzieht. Tor, eng. Denn die hinteren Reifen sorgen für die Spurstabilität. 60, übersprungen und. Jawohl. Ach Mann, Sieht die so aus, Etappe als war doch hätten gar wir nicht so Probleme mit dem lang. Motor. Versuch Ja, einfach schön, ist nur, der jetzt nur Motor. irgendwie bis ins Ziel zu kommen. 60, übersprungen Ich und versuche Wellen. einfach nur 2 irgendwie ins rechts, Ziel zu macht zu. kommen. Danke. Gerade erster, jetzt In 37 3 Sekunden links, hinten, weil macht ich zweimal auf. resetten Don't musste. cut, durch Gatter. Scheiße. 50, voll Ja, mittig okay, in übersprungen. dieses Event bin 80, ich nicht mehr. Asphalt. 4 Pech rechts, macht gehabt. zu,
Schotter. In 4 links macht zu über Kuppe. In 4 rechts macht zu. In 3 links. In 4 rechts über Kuppe. In 5 links. In 5 rechts über Kuppe. In 4 links übersprung, macht zu 3. In 3 rechts über Kuppe lang, macht zu 2. In links Abzweig, macht auf. In 6 rechts über Kuppe, über Ziel zum Stopp. Bin ich jetzt schon im Ziel? Warum kann ich denn hier nicht zurückfahren? Wurde ich jetzt disqualifiziert? Naja. Das war ja mal ein guter Start und ein scheiß Ende. Ja. Toll. Sven Lieb, hi, cool, dass du auch da bist. Genau, Fat Games kommen nicht mehr vor die Augen. UCI, was meinst du, was tief runter muss? Das Trap, genau, stimmt. So ist es. Ja, fahre ich hier mal weiter. Ist das das Letzte? Warum weiß man das eigentlich nicht? Ne, das war's. Ne, doch nicht. Immer 4? Ich weiß das gerade gar nicht. Könnte letzte sein. Start. Oh, jetzt im Dunkeln. Vor da bin ich jetzt gespannt. 30, 4 rechts aussieht. Lang, mach zu. Viel Glück. Nein! Ich konnte mein Auto nicht reparieren. Was soll ich denn jetzt hier? Meine Scheinwerfer gehen nicht. 5, 4, super. 3, und mein Reifen ist kaputt. 1, und mein Motor auch. Los. Ja, ich sehe nichts. Aber es sieht gut aus, nur ich sehe nichts. Ich kann nicht weit gucken. Aber es ist halt keine Kompression, es ist alles scharf. Es sieht so gut aus. Und wenn ich jetzt noch Lichter hätte, dann wäre das bestimmt cool. Sorry, ich hab's verkackt. Da, das sieht mega aus jetzt. Dieser Bereich, wo Licht ist, den Schatten. Hammer. In 6 rechts über Kuppe. 30. Noch eine Woche, 30. Dann kommt ja der Microsoft Flight Simulator 2020 raus für VR. Da kommt der VR-Patch. Da bin ich gespannt. Da mache ich dann auch direkt einen Livestream. 4 über Kuppe. 30. 4 rechts lang über Kuppe. In 5 links. Durchsenke. Ja, ich hoffe, mein Internet ist jetzt gefixt. Das wäre ja mal cool. Aber eine Nachricht habe ich noch nicht bekommen, dass der Fehler offiziell behoben wurde. Ich sehe nichts, ich fahre total blind runter. Vielleicht ist das auch gut, wenn man nichts sieht. Achso, hier beim Fahren. 60, voll übersprung, maybe. Da läuft eine Fackel. Also das ist krass, wie das aussieht. 30, 5 links über Kuppe. Ja, Bremse in geht überhaupt nicht mehr. Auf, über ohne Hinterreif. In 3 links. Ich stell mal die Ansicht um. Das sieht auch mega aus. Ein bisschen wie ein Cyberpunk vorhin, als ich den Stream gemacht habe. In 2 rechts aber lang.
Erstmal der Ton ist krass von hinten, weil man am Auspuff ist und auch dieser Dreck, der an dem durch die Rücklichter so angestrahlt wird, das sieht krass aus, echt. Also auch so macht Bock. Das wäre dann so eine Ansicht, die ich glaube ich, wenn ich nur ein Gamepad hätte, spielen würde. In VR aber, das macht trotzdem Bock. Warum weißt du, dass meine Motorleistung nachlässt? Ich fahre doch. Hier leuchtet, hier lässt gar nichts nach. Hier ist alles top. Asphalt, vier rechts lang, mach zu auf Schotter. In drei links lang, mach zu. 30. Sechs rechts übersprungen. Sag 50, es mir. Sechs rechts lang. Sag es zu, mir. Ich sehe nämlich nichts. In 4 links über Kuppe macht zu. In 5 rechts 80. Nein. Mittig über Kuppe Asphalt. Langsam 30. Links Abzweig. Ich will mal einen anderen Wagen. Ich fahre ja die ganze Zeit mit dem Lunch, ja. Über Kuppe. Und ich habe noch nicht genug Credits. Am besten muss ich mir die per Echtgeld kaufen. 30, 4 rechts lang, mach zu, in 6 links über Kuppe. In 4 rechts lang, mach zu über Kuppe. Also ich bin erstaunt, wie gut ich ohne Licht hier trotzdem durchkomme, weil alles scharf ist. Mit der Quest hätte ich das gar nicht probieren brauchen. Schotter 3 rechts lang, macht auf, in Mitte. Das ist so krass. Hier ist die Drohne. Das ist so krass. 30, mittig halten über Kuppe, langsam 30 rechts abzweigen. Also, ich kann verstehen, wenn ihr eure G2 die Vorbestellung abbestellt 30, habt. Aus Wellen, einfach aus Prinzip. Aber wenn sie dann irgendwann wieder da ist. In 5 links über Kuppe. Entschuldigt, ich muss einmal gähnen. Wenn sie irgendwann wieder da ist, kauft sie euch. In 5 links über Kuppe. 6 rechts. Und wenn ihr sie noch nicht habt, freut euch. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Das hätte ich nie gedacht. Obwohl ich auch auf dem Hype-Train war. Aber dann hier zu sitzen und hier im Dunkeln so weit gucken zu können. Kuppe. 50 Kuppe und 5 rechts lang, macht auf über Kuppe. So, jetzt kommt das Ziel. 150 Gatter Ziel. 80 Stopp. Mein Motor ist aus, kann das sein? Der war grad weg. Jawohl. Immerhin erster. Wird uns nicht so viel bringen, aber ein bisschen. Danke. Warum auch immer hat die weiße Augenlider. Oder Wimpern. Ergebnis. 20. Event beendet. Das ist ja nicht so gut. 0 Punkte mal 20. ist ja unfair. Ich will eine neue Karre. Ja. So, was schreibt ihr denn so? Terence Hill, hi. Und nochmal persönlich. Vielen, vielen Dank für WobX. Ich hoffe, du hast das letzte Video dir schon angeguckt. Das war echt der Hammer. Die Tasten zum Messen findest du nicht. Warte mal, kann ich dir eben raussuchen? Das kann ich dir eben raussuchen.
So, geht sofort weiter. Da. Kopierst dir. Kann ich den hier kopieren mit dem Controller? Ah ja. Einfügen. Oh, das ist zu lang. Na super. Dann lese ich es dir vor. Also, fortbewegen kann man sich mit gedrückter Y-Taste und dem Gyroskopen des linken Controllers. Einfach bewegen und dann wirst du sehen, dass du dich fortbewegst. Drehen kann man sich übrigens parallel dazu nur mit gedrückter B-Taste und dem rechten Controller. Wenn du in einer Säule stehst, dann musst du den rechten Trigger drücken, um in den Test zu gelangen. Während des Tests kann man den Regler dann mit B und dem rechten Controller, also per Gyroskop, wieder bewegen. Um wieder rauszukommen, drückst du die linke Grip-Taste. Ist auf jeden Fall sehr schlecht gemacht für die WMR-Controller, aber so geht es. Wenn es zu schnell war. Kann dir leider jetzt das nicht kopieren. Man kann nicht so viele Zeichen hier rein posten. Aber ich könnte ja das Video hier mal posten. Da ist es bei dem Kommentar von Papa als Antwort von mir. So, das ist das Video. Jo. Steht ja auch drin. Jo, Terence Hill, super, sehr gut. Okay, Leute. Soll ich noch weiter? Soll ich noch eine Runde fahren? Wie sieht's aus? Habt ihr noch Bock? Gerne, UCI, kein Ding. Jo, fahre ich noch eine Runde. Ein Rennen mache ich noch. Manchmal glaube ich. Oh, ich muss wieder in das Spiel drücken. Noch eine Runde Rallycross. Aber Mittel reicht immer noch nicht, während ich aufnehme. So doof es ist, es ist so. Also Events. Rallycross. So, die besten Surffahrer kommen in das Halbfinale, alles klar. Mit dem Opel Nutze die Corsa. Joker-Runde zu deinem Vorteil. Du musst sie nur einmal fahren. Verpasst du sie, erhältst du eine Zeitstrafe. Alles klar. Der Nelson. Überprüfe Systeme. Sieht gut aus. Thank you.
Stopp. Ich sitze viel zu weit weg. Fehlstart. Jo, alles klar. Das war nix. Jawohl. Oh nee. Mist. Der Start war doch nicht schlecht. Ey! Das ist jetzt schon Joker, okay. Sieht man hier eben an den grünen Leitplanken. Das ist ja ein kurzer Joker-Teil. So, jetzt läuft das auch richtig flüssig. Ist halt beim Aufnehmen immer, da muss ich mir noch was überlegen. Das ist ja Mist, ich kann hier nichts spielen, wenn ich aufnehme auf hoch. Fällt mir dann nicht. Das macht aber Bock. Rallycross habe ich jetzt einmal gezockt. Okay, keine Kurven schneiden. So, ich mache direkt nochmal die Joker rum. Ja. So wird das nichts. Hau ab! Natürlich hier nicht so die feine Art, wie ich hier fahre, aber der Stärkere gewinnt beim Rallycross. Zählt kein Formel 1. Müssen wir noch den Polo einholen. Ist nicht unmöglich. Hat der schon seinen Joker gefahren? Ja, jeder schon. Okay, schade. So können wir ihn also nicht einholen. Nein. Aber ich glaube, auch ein zweiter Platz ist nicht schlimm, so wie ich das verstanden. Nein. Ich wollte ihn rammen, da bin ich ehrlich. Auch wenn das nicht cool ist. Ah. Jawohl. Das war geil. Das macht ja Bock. Das war ja echt cool. Komm, eins mal jetzt hier noch. Dann mache ich Schluss für heute. Reparieren. Jetzt habe ich den Start verpasst. Das ist aber jetzt, glaube ich, noch nicht so schlimm. Ist das die gleiche Strecke?
Boah, dann drängt er mich in die Joker-Runde. Na gut. Scheiße, hab ich jetzt eine Strafe? War das schon Kurvenschneiden? Hier muss ich vorher bremsen. Das Auto hinter dir ist zurückgefallen. Sie haben Schwierigkeiten. Das ist gut für uns. Also ich bin ja echt kein guter Fahrer, das stelle ich ja selber fest hier, wenn ich hier rumdüse und die Schwierigkeit ist aber irgendwie auch wirklich sehr leicht gefühlt, also ich nehme ja jede Kurve so schlecht. Ideallinie gibt es hier nicht bei mir und trotzdem bin ich so weit vorne. Es geht wirklich eigentlich nur bei dem Spiel darum, keinen Fehler zu machen. Ja, es war doof jetzt. Okay. Ja, top, das macht Bock. Okay, Leute, danke fürs Zusehen. Schön, dass ich wieder streamen kann. Überhaupt mal streamen kann abends. Habe ich ja jetzt noch nie machen können. Also, seid gespannt. Abonniert den Kanal bitte, damit ihr diese Streams nicht verpasst. Ich werde auf jeden Fall weiter Gameplay mit der G2 machen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr noch sehen wollt von der G2 oder überhaupt von dem auf dem Channel hier. Schön, dass ihr da seid und da wart. Lasst bitte gerne ein Abo da, da würde ich mich sehr drüber freuen. Dann weiß ich, dass ihr immer dabei seid. Und gerne einen Daumen hoch oder runter, wenn euch das Video gefallen hat oder leider eben nicht gefallen hat. Also Kritik her in den Kommentaren, immer gern gesehen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ich danke euch. Tschüss.